Hallöchen Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von The Battle Cats. Es geht weiter hier in Nepal und damit sind wir auch bald schon. Wir haben schon 25, 30 Sages geschafft, oder? Würde ich mal behaupten. Sind wir schon auf einem guten Weg? Mal gucken, ob wir hier wieder bei The Great Abyss scheitern werden. Da ist wieder. Nein, ich rede jetzt, der wieder rumweint, dass ich so viel Glück habe unter Folge 68. Oh, du bist aber schneller. So, den Gott gibt es nur in der Kampagne, schreibt Flammenlöwe. Also Cats of the Cosmos und the Futures and Empire of Cats. Jemand hat mal ohne den Kritz den Metallzeigler besiegt. Hat nur 1,5 Stunden gedauert. Die Metal Stage dauert eigentlich nicht lange, wenn du mehr Crit-Einheiten mitnehmen würdest, wie die Jurassic Cat. Eine Frage. Ich habe gestern über fast dann 11 Draw gemacht und daraus Togeluga und Raiden bekommen. Jetzt speziell die Frage, ich habe nachgeschaut und habe erfahren, dass Togolan Passana für 30 nicht zurück der Raum von dem hat. Soll ich ihn trotzdem verändern oder lohnt es sich nicht? Und Flammenlöwe schrieb, er hat 51.000 Leben. Und soll er für 30 und 100 Knockbacks. 100 Knockbacks? What? Egal. Meta schrieb, Michelangelo Cat macht Knockback gegen Metall. Kronos kann die ganz normal einfrieren. Cassie kann Earth-Effekt machen, wodurch die Knockback-Fähigkeit des Super Metal Hippos deaktiviert wird. Die Katze mit der Kritikfähigkeit muss man extra im Filter suchen, weil die Fähigkeit nicht in der Metallfilterfunktion auftaucht. Normalerweise ist dein Filter etwas kaputt. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Thailand, let's go. Wir haben noch 61,60 Leather Chips. Wenn er Flächenschaden machen würde, wäre er wahrscheinlich zu stark mit über 100.000 Schaden und 720 Reichweite. Das gibt es noch Kai, die zwar ähnlich viel Schaden macht und Flächenschaden hat, aber dafür hat sie eine eher kleine Reichweite, viel Leben. 190.000. Schrieb Flammenlöwe. Ich weiß leider nicht mal, auf was bezogen. Die Katze mit langen Armen ist gut gegen zum Beispiel Hunde und alle anderen Gegner, die nur weiß sind, schreibt Samantha Dusek. Gleich noch Benjamin vorsetzen. Bam! Geslowt. Bam! Er hat schon wieder Wave Attack, ne? Das ist ja räudig. Ah, einen zweiten Knockback hat er schon gehabt. Oh, nice, schöner Slow. Leider hat es nicht viel gebracht gegen den. Gott, ich hasse Wave Attacks, echt. Ist das ein räudiger Scheiß. Ist er tot? Nice. Ich lasse Wave Attacks trotzdem. Okay, Folge 69. Schauen wir, was hier uns Schönes erwartet. Sobald du auf Metall rumtriffst, solltest du Jurassic Cat ins Team packen oder Tekuluga schreibt Botzuk. Botzuk hat ziemlich viel kommentiert damals. Bei dem Jojo warst du für deinen Treasure und Katzenstand richtig gut. Stimmt, das Dojo ist ja immer noch am Start, glaube ich. Ne? Das Event ist, glaube ich, noch nicht vorbei. Das ist aber der. Also bei mir. Bei euch ist es wahrscheinlich schon vorbei. Bei mir aktuell noch nicht. Folge 70. Kambodscha.
Ja, wir haben schon, aber so viel sind es gar nicht. 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20 haben wir gerade. 20 und 48, nicht mal die Hälfte. Nicht einmal die Hälfte, Leute. Ich bin jetzt bei Enter the Future Chapter 1. Grönland kommen wir schon wieder nicht weiter, schreibt Juliane Schröder-Tieks. Hilfe, bitte, Hilfe! Gut. Daraufhin schrieb MV, dass du alle Treasures von EOC, also dass man grundsätzlich alle Treasures braucht, ist klar, ne? Also sollte selbstverständlich sein. Und dann einfach verschiedene Cat-Kombinationen ausprobieren. Jeden Tag einloggen, jeden Tag Cat-Tickets farmen, wenn möglich. Um sich dann einfach zu verbessern. Aber Treasures sind das A und O, definitiv. Oh, das sieht so aus wie so ein Relic-Ding. Wie so ein Relic-Gebäude. So. Alter, viele Kommentare haben die denn hier drunter geschrieben. Unter diesem Hilfe-Kommentar. Bruder, die haben ja einen ganzen Roman geschrieben. So, ich brauche Geld. Erstmal brauche ich ein bisschen mehr Kapazität, oder? Schnippel dir meine Kessel weg. Oh, nice. Zwei Attacks hintereinander. Mega gut. Noch ein Attack hintereinander. Nice. Ob er Schaden macht, weiß ich gerade gar nicht genau. Nice. Oder ob das falsch aussieht oder ob der wirklich Schaden macht. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Bruder, Alter. Guck dich mal unter Folge 70 die ganzen Kommentare an. Da hat der Juliane richtig Hilfe bekommen. Nice. Und natürlich, wer ist dann wieder pissig drauf, Leute? Ihr dürft kurz in die Kommentare schreiben. Wer ist wieder voll aggro drauf? Mann, die Leute, die haben echt keine Ahnung, was den Stand angeht. Na klar, nein, ich rede jetzt, hat geschrieben. Was auch sonst. Dass man natürlich Treasure Radar nicht für die einzelnen Missionen ausgeben sollte. Ja, es kann, man kann es nutzen, weißt du? Ich kann jetzt auch Treasure Radar anmachen und zack, let's go. Ja, wenn man es hat, dann wenn man es benutzt hat, dann ist es halt so. Du kannst es dann nicht mehr ändern. Ist ja egal. Dann lass es halt, da man dir keine Hilfe geben kann, da zu viele wichtige Informationen fehlen, wie jede Einheit, die du besitzt, die genauen Chests, die du hast, bzw. nicht hast und natürlich, wie du spielst. Denn wenn vorne zu viel bzw. zu wenig ist, verändert sich das Ergebnis enorm. Das ist so ein richtiger Tilter, der ich rede jetzt. Also wirklich, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Corona hat ihm scheinbar echt auf irgendwo hingedrückt. Tödliche Angriffe sind, wenn du so ein besonderes Symbol kommt, zurückgestoßen werden, ist kein tödlicher Angriff. Kannst bei den Katzen mal nach dem Symbol suchen, beim Upgrade des Symbols, den seltenen Einheiten. Das Symbol ist eine Person, die seine Arme anspannt, schreibt Flammenlöwe. Aber ja, wie Meta natürlich exakt gesagt hat, habe ich das halt nur gesagt, weil ich es gehört habe, dieses Pling! Dünn. So, was haben wir sonst noch so? Okay. Gut, Folge 71. Ja, wir kommen gut voran. Ich würde gerne den hier setzen erstmal. Den ich auf jeden Fall auch noch aufrüsten muss, definitiv. Ich finde den schon super strong. Strong, gerade gegen Aliens. Und Feuerball! Piu! Sieht aber voll süß aus. Oh. Ich sollte erstmal mein Mewtwo setzen. Wie viel Schaden wir gerade machen, Wahnsinn, oder? Irre. Kessel haut rein, Mewtwo haut rein, mein Flamely haut rein. Alter, der Schaden ist Wahnsinn. Der ist richtig sahnig. So, Folge 71, die Kommentare darunter. Anna schrieb, du solltest dich erstmal um die Evolution der Katzen kümmern. Das ist sehr wichtig. Rover Cat, Hip Hop Cat und Rocker Cat.
Jo, vielen Dank dafür, haben wir lange gemacht. Das war vor 2 Wochen gewesen. Hätte ich eigentlich da schon machen sollen. Der Grund, warum Mitama die beste Überrare ist, da sie viele Knockbacks hat und einen guten Slow und gut gegen alle Trades ist. Sie kann vielen Kämpfen helfen, sie ist zum Beispiel eine Psycho-Cat, aber gegen alle Trades. Außer Weiß. Außerdem kann sie hat Botsu geschrieben. Und daraufhin die Legend Rare. Außerdem kann sie 15 Mal nach hinten gestoßen werden. In Klammern, das hat Botsuk schon geschrieben, weil er sagte viele Knockbacks. Hat viel Leben auf Level 30, 120.000, macht mega viel Schaden, greift oft an. Dark Cassie ist übrigens die zweitbeste über dem Spiel. Da habe ich wirklich sehr Glück, muss man sagen, ne? mit der Überrare. Singapur. Sie hat außerdem noch fast alle Anti-Effekte. Last Voss hat alle auf der True Form. Das kostet aber 10 Epic Cat Fruit Seeds, eine Elder und eine God Fruit Cat. Ja, gönnt euch. Gönn. Dim. Fast kein anderer YouTuber hat Test, wie schrieb Milankovic Mihailo. Und auch wenn habe ich geschrieben, bin halt der Geilste. So, erstmal den da. Der genaue Name der besten, über nicht beste Katze ist Mitama the Oracle. Ist vor allem wegen ihrer Fähigkeit gut. Vierfaches Leben gegen alles außer Tradeless und kann alles außer Treasures permanent verlangsamen. Hat viele Lockbacks, um sich selbst wieder nach hinten zu positionieren und so länger zu überleben. Sehr schnelle Attack-Animationen und viele Immunitäten. Durch die Longrun-Fähigkeit kann Mitama mit ihrem Slow auch Gegner treffen, die etwas weiter hinten stehen, also über Casley. Für diese weitaus überdurchschnittlichen Fähigkeiten hat sie aber nicht, wie man erwarten würde, akzeptabler Schaden. Okay, ja. Oh nein, nicht der. Ach, komm schon. Mag ich nicht. Oh, Weiß, dann geslowt. Sehr schön. No, beschützt mein Benjamin! Kacke, Ja, leider treffe ich ihn nicht mehr, ne, weil ich nur Blindspots habe. Sie ist tot, okay. Dann wird das vielleicht nichts mehr. Oh, mein Benjamin ist auch tot. Jo, gönn dir halt. Mach noch mehr Schaden. Ist noch nicht genug. Bam! Wie viel Leben hat denn der Typ, Alter? Holy, ist das abartig. Es ist tot. Es ist geschlagen, Leute. Wir haben ihn einfach mit unserer gewaltigen... Mit unserem gewaltig riesig langen... Armee von Katzen besiegt. Dim. Sehr schön. Wenn du in Enter the Future Chapter 3 schaffst, dann kriegst du Bahamut Cat. Ist gleich Bahamut Cat, ist schnell. 70.000 Schaden und cool. Bin bei Rivavil auf Bahamut Cat Moon und komm nicht weiter. Böse Smiley. Trauriger Smiley. Verzweifelt. Böse Smiley. Wütender Smiley. What? Okay. Milan, ich habe deinen Kommentar nicht so ganz verstanden. Egal, auf geht's weiter mit Australien. Part 72. Aha, stell dir mal vor, es gäbe Leute, die stehen Samstag früh um 7 Uhr auf, nur um ein Video zu schauen. Schrieb Meta und er ist um 7 Uhr aufgestanden, wahrscheinlich hat das Video geschaut. Yo. Darky, liest mein Kommentar vor, in dem es steht, welche Katze Dark Laser ist. Auch Darky sucht nach der Katze, obwohl sie noch nicht hat. Ach, Flammlöwe, ich kann doch nicht alles machen. Ich bin doch doof. Wie viel Geld die einfach bringen, Mann. Ich glaube, die Robbe ist meine Lieblingseinheit. Die hat so ein nettes Grinsen, ist süß und so Schmuck. Schreibt Sir Schnapp. Ja, ist wirklich so. Die Robbe ist einfach süß. So, vor 2 Wochen hat Meta das geschrieben. Das ist ja aktuell schon am Start, ne? Das Collab-Event. Ach komm, schon nicht getroffen. Ich brauch den da. Weil einfach Katzen-Spam. Passt schon. Es kommt halt ein neues Collab, da gibt es nicht nur gute Übers, man konnte auch eine Menge Collab Rares und Super Rares. Wenn du die Rare Cat Nono ziehst, wäre das besser als so manches Über. Collab startet ab dem 12. April, garantiert ziehen ab dem 23. April.
Ich glaube, ich spare mein Catfood auf fürs nächste Event, oder? Muss ich jetzt entscheiden, Wolf. Aber Rückmeldung kann ich leider nicht mehr warten. Ja, dann ist es schon vorbei. Dark Laser ist die dritte Form der Domcat Special. Eine Domina-Katze? Aha. 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 In Ende vom Gelände mit E statt E. Gelände. Hm. Seit wann hat Daki Negoluga? Bitte Video in den Antworten verlinken. Ich habe dafür geschrieben, dass ich das SP angucken muss. Tja. Silent Pain schrieb mal wieder. Der Grafikstil ist der Hammer bei dem Spiel. Ich würde es ja auch spielen, aber habe endlich mal ein anderes Spiel gefunden, was mir gefällt und was ich schon seit 2 Wochen suchte. Meine Frage, welches denn? Crush Them All. Keine Ahnung, ob du das schon kennst, aber das ist ja lange mal zurück. Okay, wir gucken mal. Crush Them All habe ich, glaube ich, auch schon angespielt, ne? Würde mich wundern, wenn nicht. Selbstverständlich habe ich schon angespielt, ist ja klar. Fand ich das gut? Ne, das fand ich nicht gut. Das ist auch wieder so ein Hochkant-Game. Ich mag alle Hochkant-Games grundsätzlich nicht. Hochkant-Games, gerade so Idle-Games. Aber es sah schon ganz cool aus, muss man sagen. Ach, wieso? Ach, können wir nochmal, ne? Können wir mal spielen. Rush them all, einfach nochmal installieren und gucken. So, genau. Das wollte ich mal ganz kurz gucken. The Great Endless kommt jetzt. Uiuiui. Nein, ich rede hier. Ach, egal, ich überspringe es einfach. Ich merke auch, dass ich ihm sowieso mal pissig antworte. Also ihr müsst unter Folge 72 gucken, dann könnt ihr es auch sehen. Gut, lassen wir es erstmal. Ab 73 machen wir beim nächsten Mal dann weiter. Folge, was heißt, wir haben jetzt 14 Folgen vorgelesen. Ist ja in Ordnung. Über die paar Parts. Psycho Cat. Mal gucken, was hier kommen wird. Ich werde das mal Cassie setzen. Jetzt wieder auf die Normalos. Erstmal den da. Die Robbe ist so süß! Okay, wenn es das Maul aufmacht, nicht mehr. Ist doch einfach so süß! Na, schön die ganzen Einheiten hier killen. Mehr Geld, mehr Geld. Oh, das kommt ein Bossgegner raus. Oder auch nicht? Doch, hätte mich gewundert. Zurück mit dir. Ha, zumindest eine Attack gecancelt bei ihm. Ob ich das schaffe? Puh, schwierig. Weiß ja nicht. Der ist schon super strong, ne? Der Schaden von ihm. Nice geslowed. Mein Benjamin macht ihm hoffentlich Schaden weiterhin. Oh, sehr gut, aber zurückgestoßen. Und wir haben geslowed, ne? Also gefreezed. Sehr gut. Geslowed. Und nochmal meinen Flamly. Nice. Auch nochmal zurückgestoßen. Oh, das sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Können nochmal zurückstoßen. Cassie angekommen noch dazu. Nice. Bam. Und er ist. Er hat 5-4 Knockbacks, hat er schon gehabt, ne? Wie viel Leben die alle haben müssen, ey, Wahnsinn. Wenn mein Mewtwo jedes Mal 42.000 Schaden macht und auch alle anderen super viel Schaden brauchen, wie kann es sein? Der muss doch 5 Millionen Leben haben, der Dude. Easy natürlich besiegt, ist ja klar. Abgehoben! Gut, tatsächlich, werde ich fürs nächste Mal vorbereiten, dass wir alle Treasures haben. Aber wir haben zumindest einen Treasure aktiviert, immerhin. Machen wir mein Treasure aktiviert. Welches genau? Wow. Kein Recharge Time. Immerhin. Immerhin, ist okay. Ja, auch eine Mission abgeschlossen. Defeat Ursa Major. Nice, 40.000 Erfahrung. Ganz zufällig machen wir die Mission. Jetzt kriegen wir nochmal die. Ne, doch nicht. Immer eine neue.
Unidentified, so ein Mist aber auch. Das heißt, ich kann hier noch auf jeden Fall die killen. Und dadurch 800.000 Erfahrung kriegen. Jo, das mache ich gleich mal ohne euch. Hier habe ich auch noch was, das ich machen muss. Oha, das muss ich noch schnell machen. Das kriege ich nicht mehr hin, das kriege ich noch hin. Und dann die Stages clearen. Ah, alles klar, kriegen wir hin. Gut, Leute. An dieser Stelle erst einmal danke fürs Zusehen, danke fürs Zuhören. Danke für eure Kommentare. Lass mal ganz kurz noch unsere Überrare aufrüsten. So, nochmal kurz einmal aufgerüstet. Zweimal sogar. Ach, guck mal, kann man noch öfter machen. Jetzt genau. Nochmal auf Level 29 gemacht. Sehr schön. Und Evolven brauche ich halt 3 Stück davon. Ich habe 3 davon brauche ich und die habe ich nicht. Need 5. Hier, 10, genau. Ich habe hier gar nichts, gar nichts, gar nichts. Ja, muss ich erstmal wieder sammeln, ne? Genau, haben wir ein bisschen stärker gemacht. Ich werde, wie gesagt, das nächste Mal dann alle Treasures vorbereiten, dass wir die hier weitermachen können in Madagaskar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei der Battle Cats. Bis dann, Leute. Ich danke fürs Zusehen. Miau, miau.